Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Da ich in der letzten Folge irgendwie die Challenge viel zu schnell gemacht habe und ich denke, dass die nächste Challenge auch sehr schnell vorbei sein wird, ist das jetzt die zweite Folge für heute und wir machen die Challenge Computer Savvy. Und in dieser Challenge haben wir von Anfang an Technologie 1 und 2, wir sehen schon mal sehr geil aus. Das heißt, wir verschießen die ganze Zeit einen Laser, einen lilanen Laser, warum auch immer. Ach so, wegen The Spoon. Wir haben noch einen gekrümmten Löffel und dazu noch den anderen Laser, der immer nur ab und zu schießt. Ah ja, so sieht man das schön. Unser rechtes Auge macht also die ganze Zeit und unser linkes Auge schießt immer nur. Ja, seht ihr ja. Nur ab und zu. Und dazu haben wir noch den Löffel. Dadurch biegen sich unsere Strahlen so nice zu den Gegnern hin. Weswegen diese Challenge wohl auch sehr schnell wieder vorbei sein wird. Ich kann euch nochmal den Ziel zeigen. Da oben links. Und Ziel ist es wieder, nur Marm zu besiegen. Also wird das nicht lange dauern, wie gesagt. Mal gucken, ob wir wieder unter 20 Minuten kommen. Jo, wie nice ist das denn? Nice. Und wir kriegen zwei Pflaster. Old Bandages, HP ab. Okay. Okay, habe ich nichts gegen. So, damit haben wir die erste Ebene geschafft. Ich wette jetzt einfach mal, dass diese Challenge auch nicht viel länger als eine Viertelstunde dauern wird. Und genau aus diesem Grund werden es auch zwei Parts heute werden. Alter, vor allem weil es einfach alle Gegner im Raum trifft. Wenn ihr nicht gerade Steine sind oder sowas, dann trifft es alle Gegner. Das ist viel zu heftig. Das ist genauso OP wie die andere Challenge. Oh Mann. Ach, hier ist schon der Boss. Ja, hi. Hallo, Manzo. Gut, ich sehe aber gerade, das macht gar nicht so viel Schaden. Na doch. Das ist okay. Nee, warte, ich muss nochmal unter dich durchspringen. Monstro! Nein, nicht immer so. Spring! Nein, spring! Ah, nicht so springen. Du sollst anders springen. Du weißt, wie ich es will. Monstro. Okay, Monstro will nicht. Dann gehen wir doch nicht unter den. Ja, genau, jetzt machst du das, ne? Wenn ich zu weit weg bin. Blödes Monstro. Böses Monstro. Was haben wir hier? Was würde denn passieren? Oh, ja, komm, wir nehmen The Pact mit. Nochmal ein Tiersub. Oh, jetzt schießt der eine nochmal schneller. Nice. Und wir sollten ein bisschen stärker geworden sein. Was passiert, wenn wir jetzt den Brimsten einsammeln? Überschreibt es das dann? Wahrscheinlich. Wäre nicht so geil für die Challenge, oder? Wir haben keinen Schlüssel. Es ist einfach viel zu OP. Oh Mann. Achso, was würden wir bekommen? Wir würden bekommen einen Schlüssel. Jetzt können wir die goldene Truhe öffnen. Yay! Wir würden bekommen das Robo-Baby 2.0. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Es ist halt ein Baby, das dir dann folgt. Warte mal. Ja! Wie geil! Ich habe eben das Space-Item eingesetzt, deswegen sind überall Laser gewesen. Richtig cool. Weil Timmys Hatter jetzt nicht einfach nur deine Tränen nimmt, sondern deine Tränen übernimmt. Oh, nice one. Nice one. Piep. Oh, schade. Nicht getroffen. Ja, das Robo-Baby ist halt ein Begleiter, das einem nicht folgt, aber halt Laser verschießt. Also nichts Spektakuläres, aber auch nichts super Blödes. Piu! Voll witzig. Oh Mann. So. Gehen wir noch mal weiter hier. So. Das ist wieder einfach nur durchlaufen. Genauso wie beim alten One. Oder wie beim letzten One. Hallo Pestilenz. Bzp. So. Sollte nicht allzu lange dauern. Nein, wir sind eingesperrt. Hilfe! Hilfe! Gut, Pestilenz sollte dann tot sein. Kriegen wir noch einen Cube of Meat und noch einen Teufelsraum. Was ist denn hier los? Oh, das Ghost Baby. Was bist du für ein Baby? Wer nimmt's mit? Brother Bobby, ach hey! Hey, Brother Bobby, wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, Brother Bobby? Wir sind einfach noch schneller als bei der alten Challenge. Vierte Minute und wir sind schon in der vierten Ebene. Dein Ernst?
Das ist doch nicht mehr feierlich. Was ist denn hier los? Das sind doch keine Challenges, das sind einfach... Mach diese Challenge. Challenge mal in Anführungszeichen. Und lauf einfach durch. Hab einfach ein bisschen Spaß mit OP sein. Das ist nicht normal. Wenn man so gute Items... Oh, wir kriegen wieder unser Lieblings-Item. Unser Lieblings-Twinket. Yay! Dann muss ich auch alle Scheißhaufen kaputt machen. Das tut mir leid. Dazu haben wir einfach noch Tammy's Head. Wenn man also in den normalen Ones immer nur schlechte Items bekommt, dann sollte man vielleicht mal diese Challenges hier machen. Diese und die letzte Challenge. Und dann weiß man, was OP sein bedeutet. Aber wir hatten ja auch schon einen normalen One. Buster Poppy ist auch unnötig. Kann das sein? Wir hatten ja auch schon einen normalen One, so einen richtig OP-en One. Wo wir der Sonnengott waren. Das war richtig schön. Richtig, richtig schön. Ach, hey Gertie. Na? Oh. Egal. Bieb, 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 bieb. Ach, wieso teilen sie sich denn nicht auf? Das ist ja blöd. Warte mal. Aha, die seht ihr nicht als Gegner an, oder wie? Mach doch die Dinger kaputt. Merkwürdig. Der zielt nur auf die Mitte von Gertie. Noch ein Teufelsraum. HP ab, Luck ab. Okay. Das nehmen wir auch mit. Wir gehen einfach alle Devil Deals ein. Warum nicht? Dadurch werden alle Drops verdoppelt. Aber da wir eh gleich schon beim Arm sind, ist das voll egal. Siebte Minute. Das geht einfach noch schneller als die alte Challenge. Das ist doch nicht dein Ernst. Zwei Schlüssel, sonst wäre das nur ein Schlüssel gewesen. Jetzt waren es zwei. Wow, diese Revolution. Krass. Aber wir sehen cool aus immerhin. Bzz. Bzz. Wir können einfach in den Raum reingehen, nutzen dann unser Space-Item und alles ist tot. Da, es sind auch zwei Kisten gespawnt. Sonst wäre nur eine gespawnt. Kannst mal sehen. Bzzp. Das ist einfach richtig gut. Und es kostet nur... Es kostet nur einen einzigen Herzcontainer. So, gib mal bitte ein blaues Herz. Genau, danke. Ganz viele blaue Herzen. Gut. Dann geht wenigstens unser schwarzes Herz nicht kaputt. Und ich habe wieder gemerkt, das schwarze Herz hat sich als erstes aufgefüllt. Obwohl wir blaue Herzen eingesammelt haben. Voll interessant. Brauchen wir zwar alles nicht, aber machen wir trotzdem. Dauert ja nicht lang. Einfach ein bisschen strecken hier die ganzen Kacke. So. Künstlich strecken ist doch immer schön. Jetzt haben wir bestimmt 20 Sekunden rausgeholt. Yeah! Aber diesmal werde ich... Dieser werde ich auch in den... Aber in den Challenge-Raum da gehen. In diesen Boss-Wash-Raum. Wie er heißt. Das war nicht offiziell, aber er heißt so, glaube ich. Auf jeden Fall nennen ihn alle so. Boss-Wash-Raum. Die Boss-Wash-Challenge. Da-da-da. See. Weil das sonst wieder viel zu kurz ist. Es wird auch nicht viel länger sein, dadurch, dass wir es einsammeln. Oh, Mumps Pearl. Mumps Pearl hat, glaube ich, mehr blaue Herzen fallen lassen. Brauchen wir an sich nicht, aber wir können mal hier reinschauen. Kriegen wir eine Pille, die setzen wir doch einfach mal ein. Was war das denn für ein Geräusch? So. Hallo, ich weiß nicht, was du bist, also ist es mir egal. Und hallo Krieg in Rot. Oder ist das normal? Nee, der sieht anders aus, oder nicht? Ich glaube, das ist eine Special-Version vom Krieg. Hier, bitteschön. Bzzzt. Er sollte jetzt eigentlich gleich sein Reiter verlieren. Genau, danke. Und schauen wir mal. Wir sind, glaube ich... Nein, wir sind nicht schnell genug. Oh, verdammt. Dann stirb mal bitte schnell. Oh Gott. Stirb. Noch ein Cube of Meat. Haben wir zwei? Ja, nice. Haben wir noch was, was mitschießt? Brauchen wir zwar nicht, aber haben wir. Haben wir. Und sind schon in der Marm-Ebene. Oh Gott. Viel zu schnell. Aber wir schauen hier einfach mal rein.
Was haben wir denn hier? 5 Kisten. Na? Oh, das ist Child's Heart. Brauchen wir aber auch nicht. Wir brauchen gar nichts von den ganzen Sachen. Aber schön, haben wir hier auch nochmal so einen Raum gesehen. Jung, ich würde ja gerne mal wieder neue Sachen entdecken. Haben wir, glaube ich, seit etwas längerer Zeit nicht mehr. So. Nix kann dir. Dubi-dam-dam-da-dubi-dabba-dibi-dam-dubi-dam-dam. Wir haben einen Laser. Und dieser Laser ist ganz schön cool. Wir können ja einfach durchwaschen. Und uns dann freuen. Gut, brauchen wir auch alles nicht. Hoffentlich sind wir gleich mal beim Boss. Der müsste eigentlich hier irgendwann mal kommen. Gut. Ach, noch eine? Okay. Noch drei? Was? Einfach 4 Hände auf einmal? Okay, das hatte ich auch noch nie. Und nochmal Hände. Okay, interessant, interessant. Aber nur eine? Ne, 2. 2 Hände, okay. Aber 4 Hände hatte ich noch nie, wirklich. Oh, hat gar nichts getroffen. So ein Mist. Autsch. Aber wie geil das auch aussieht. Wir sind Tesla. Oh, 2 Karten. Tour of Hearts hat... Hä? 2-mal Tour of Hearts, aha. Das nehmen wir mit. Mehr brauchen wir nicht. Die Uhr brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die war nämlich irgendwie doof. Oh Gott, nein, nein, nein. Au, 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 au. Nicht wehtun. Nicht wehtun. Laser, besieg ihn. Au, ich hasse diese Gegner. Mein Gott. Ha, wir sind endlich beim Boss. Au. Noch 2 Schlüssel. Gut, hallo Mutti, wir sind bei Minute 10. Wohlbemerkt. Guck mal, sie gibt uns sogar noch ein blaues Herz. Das ist doch richtig nett. Schauen wir mal, was wir dann in diesen Wash-Challenge-Raum bekommen. Wenn da noch irgend so ein richtig OPs Item ist. Oh weia, oh weia. Vielleicht bekommt man ja noch was, aber... Oh fuck. Wenn man auch den Boss-Challenge-Raum in unter 20 Minuten schafft, das wäre ja witzig. Probieren wir es aus. Aber dafür müssen wir jetzt schnell den Marm besiegen. Und selbst dann wird es ziemlich knapp. Aber der Raum geht ja auf jeden Fall auf, wenn man Marm unter 20 Minuten besiegt. So, diesmal laufen wir auch nicht dagegen, aber wir kriegen noch einen Teufelsraum. Wow, dann hätten wir nur Leben. Nee, das lassen wir lieber. Aber wenn wir da drinnen jetzt verkacken, dann ist der Pokal auch weg. So, Wafer. Oh, der Komet. Das muss doch richtig witzig sein. Aber ich will lieber das Auge. Aber was ist das für ein Auge? Hm. Wir nehmen den Kometen mit, YOLO. Den Tiny Planet. Wow, bringt uns überhaupt nichts. Okay, yay. Ah, das machen wir locker. Einmal kurz alle Gegner hier besiegen. Mit unserem schnieken Laser. Wie das aussieht. Hallo. Okay, wir töten lieber erstmal den Linken hier, diesen Wurm schnell. Yo. Achso, den Wurm habe ich gesagt, ne? Okay, dann sollte ich mich da vielleicht auch dran halten. Weil er sonst hier überall diese Kackhaufen hinmacht. So. Der Tiny Planet, ja, ja. Der gute alte Tiny Planet. Hallo, Piep. Kannst du hüpfen, ja? Oh, du hast uns getroffen. Nein, Piep. Piep, du darfst uns nicht treffen. Wow, wir sind ganz schön schwach, kann das sein? Egal. Wie sieht's aus mit der Zeit? 13 Minuten, okay. Haben wir auf jeden Fall noch Zeit genug, das unter 20 Minuten zu schaffen. Au. Oh oh. Okay, wir sollten mal wieder ein Herz... Wir hatten nur noch ein halbes Herz, was? Der hat einfach ein ganzes Herz abgezogen. Ernsthaft? Wo ist der? Da.
Das sieht sau witzig aus mit dem Tiny Planet. Obwohl wir lieber das Auge mit dem hätten sollten tun, glaube ich. Au. Was? Das zieht auch ein ganzes Leben ab. Was ist denn los mit euch? Dass sie alle ein ganzes Leben abziehen. Dann hätten wir vielleicht den Wafer einsetzen sollen. Oder mitnehmen sollen. Dann hätten die alle nur die Hälfte abgezogen. Aber ich dachte, die ziehen sowieso nur die Hälfte ab. Deswegen habe ich es nicht mitgenommen. Aber wenn die ein ganzes Leben abziehen und wir haben nur zwei Leben, das ist ja dann irgendwie doof. Gut, wenn sie sich aufteilen, dann töten wir sie wenigstens doppelt so schnell. So. Hallo. Die auch. Wir treffen einfach alle gleichzeitig. Heißt quasi, wir machen den vierfachen Schaden bei denen. Auch nicht schlecht. So, wie sieht's aus mit der Zeit? 14 Minuten. Jo. Die sind auch einfach richtig einfach damit. Sim, sim, sim. Wir können eigentlich stehen bleiben. Trifft uns sowieso nichts. So. Ah, bei den Würmern treffen wir ja dann auch mal alle Gliedmaßen. Das heißt, der stirbt auch schneller. Okay. Ich sag's ja, das ist einfach OP. Da Fug. Schade, dass das überhaupt nichts bringt, außer dass wir jetzt die Folge dadurch ein bisschen strecken. Im normalen Run wird das, glaube ich, was freischalten, aber so leider nicht. Gerdy hat ihn einfach geblockt, deswegen konnte er nicht zu uns durch. Auch nicht schlecht. Nein, Scheißhaufen, warum? Warum tust du uns weh? Ich hab dich immer geliebt. Und du untergehst mich einfach. Oh nein. Okay, das ist die schlimmste. Die schlimmste Combo von allen. Mal gucken, wie wir damit klarkommen. Bisher ganz gut. Allerdings haben die so sau viele Leben halt. Echt nicht normal, ey. So, du kriegst auch eine Bombe ab. Okay, dann nicht. Der macht nicht seinen Laser. Okay, interessant. Oh, ich hasse euch beiden. Das ist echt so schlimm mit den beiden. Wenn ich jemals Zwillinge haben sollte, dann möchte ich nicht diese beiden. Dann würde ich mich umbringen. Oh, wir setzen mal schnell unsere Karte ein, weil wir keine Leben mehr haben. Oh, die Karte hat Warfings gebracht. So, dann stirbt mal Monstro 2. Monstro 2 ist sau böse. Warum ist Monstro 2 so böse? Danke. So, gut, du bist ja nicht so schwer. Und Pin ist auch nicht schwer. So. Hallo. Na, seid ihr auch nicht schwer? Am schlimmsten sind echt Monstro 2 und Gish. Das ist echt heftig. Gut, du bist auch kein Problem. Ist ja denn, wir werden hier zu oft getroffen. Ah, Maske, geh doch mal weg jetzt. Der hat leider auch so viele Leben. Oh, nee. Gib mir das Herz. Aber sonst kann der auch nichts. Der sollte gleich tot sein. Oh, wenn ich das richtig sehe. Komm schon, Hälfte deiner Leben sind weg. Jetzt geh tot. Au. Gut, der ist weg. Wo ist das Herz? Da ist das Herz. Haha, der Stein hält dich auf. Du kannst gar nichts gegen... Aber, na gut, du kannst doch ein bisschen gegen uns. Aber nicht wirklich. Das sieht einfach richtig krank aus mit unserem Laser. Wie unnötig das auch einfach ist, dass er um uns rumgeht. Voll der Angeber. Guck mal, ich kann den Laser um meinen Kopf machen. Und dazu dann noch den Löffel, so wie Uri Geller. Ach ja, ach ja. So, wie sieht's aus mit der Zeit? 18. Oh, das könnten wir es schaffen. Besser denn, wir sterben jetzt einfach. Oh, oh. Einmal noch getroffen werden, wir sind tot. Gott. Krieg, stirb.
Wer ist eigentlich der andere? Conquest? Bist du Conquest? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall stirbt, danke. Wie ist das mit der Zeit? 18,5. Nee, jetzt komm wieder her. Wo bist du? Da bist du. So, und bleib. Der ist so schnell. Kommt danach noch ein Gegner? Ich glaube, danach kam noch ein Gegner. Aber nur noch einer. So, Minute 19. The Fallen, okay. Oh, das kann ganz schön knapp werden mit den 20 Minuten. So. Macht nix. Macht auch nix. Das macht allerdings schon was. So, 19,5 und geschafft. Was kriegen wir? Wir kriegen... Okay, keine Ahnung. Wo kamen wir hier raus? Wir haben es unter 20 Minuten geschafft. Die Challenge plus den Waschraum. Haben wir in unter 20 Minuten geschafft, ein neues Item bekommen, wovon ich keine Ahnung habe, was es macht. Das ist wahrscheinlich Schütze. Egal, haben wir geschafft. Alles unter 20 Minuten. Und haben dafür auch noch das Robo Baby 2 freigeschaltet. Yay, künstliches Verlängerung der Challenges. Sehr schön. Gut, haben wir heute die Challenges 15 und 16 geschafft. Kommt als nächstes Waka Waka Wenn die alle jetzt so schnell gehen, dann bin ich aber enttäuscht. Naja, 3 Challenges haben wir also noch vor uns, bis wir uns den normalen Ones wieder widmen. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Und wenn ihr die andere Challenge heute noch nicht gesehen habt, weil sie früher kam als sonst, dann schaut da auch nochmal rein. Da habe ich die Slow-Wow-Challenge gemacht, wo man auch einfach durchrunnen konnte. Ja, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.